Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün, ich wollte irgendwie Diamant sagen. Und ja, ich habe mich kurz informiert und mich entschieden, aber erstmal nächste Trainer. Wir werden uns heute wahrscheinlich nur über diese Route hier kloppen und ich glaube nicht, dass sehr viel mehr passieren wird. Ich habe mich ein bisschen informiert und zwar erstens, Golbat lernt auf Level 16 Biss und auf Level 21 Flügelschlag. Das bedeutet, ich würde es ab Level 21 dann nochmal als spielbar bezeichnen. Vorher nicht wirklich. Das bedeutet aber, ich könnte theoretisch Golbat in der Arena einsetzen, wenn ich es halt bis dahin trainiere. Werde ich aber vermutlich nicht machen. Vielleicht nehme ich es nach der Arena ins Team, aber dann werde ich es, glaube ich, erstmal rauslegen. Denn ich habe auch nachgesehen, dass Ninjask genau auf Level 20 bei der Entwicklung Zornklinge lernt. Und das ist doch eine Attacke, mit der ich dann arbeiten könnte für eine Unlicht-Arena. Und gut, ich habe jetzt nicht geguckt, was es sonst für Attacken lernt. Ich glaube, ansonsten bleibt mir eigentlich nur Kratzer und Blutsauger. Moment, die Seite habe ich dann noch offen. Dann geht es auch noch kurz der Ton wieder weg. Zack. Kratzfurie. Ach so, ja. Toll. Ah ne, und Kreideschrei lernt es noch, stimmt. Und dann später erst wieder Schlitze. Also zumindest für die Arena würde ich dann, glaube ich, Ninjas mal reinnehmen. Ob es dann drin bleibt, weiß ich selbst nicht so genau, weil ist halt auch nur so mittelmäßig, ne? Aber ich würde es, glaube ich, zumindest mal versuchen. Ja, und dann muss ich später halt gucken, wie ich weitermachen kann. Du hast ein Metang, das ist letztlich ziemlich geil und ziemlich beschissen wieder, weil Metang ist halt momentan echt ein schlechter Gegner fürs Team. Aber damit steht mein Entschluss halt quasi fest, ich werde nach diesem... Das war mir etwas zu viel Schaden, kurze Planänderung. Für sowas haben wir doch hier... Odim. das würde ich werde nach diesem Part auf jeden Fall trainieren halt für Misty und quasi für... Ich war erst kommt noch der Rivale. Ich würde sagen, und dann für Bob gleich mit, aber ich weiß gerade nicht, auf welchem Level Bob ist und ich weiß vor allem gerade nicht, auf welchem Level der Rivale ist. Müsste ich auch nochmal nachschauen. Der kommt dann ja als nächstes auf der MSN. Danach können wir direkt zu Bob marschieren. Das bedeutet, ich müsste für die beiden auch schon mal so ein bisschen vorgesorgt haben. Da sind zwar noch ein paar Trainer zwischen und ich kann noch auf der Route rechts von Orania eine Menge trainieren. Da sind auch wieder einige Trainer. Aber trotzdem muss ich da vorsichtig sein, nicht wahr? Ich bin wirklich überrascht, dass die alle so wenig Pokémon haben. Ich bin jetzt irgendwie auf diese Route gekommen und ging davon aus, so, ja, jeder von denen hat jetzt mindestens drei Pokémon und wird mir damit tierisch auf die Nüsse gehen. Das ist gerade erstaunlich angenehm, dass die so wenig Pokémon haben. Bringt allerdings halt auch meine Planung ein bisschen durcheinander, weil das bedeutet, dass ich diese in diesem Part wahrscheinlich doch schon in die Arena latschen darf. Was halt blöd ist, weil ich dafür erst trainieren wollte. Ich meine immer noch, ich weiß nicht, was Misty für Pokémon haben wird. Das Wahrscheinlichste... Ich meine, sie hat ja, was hat sie, einen Stern und einen Starmie? Glaube ich, hat sie zumindest in Rot und Blau, weiß jetzt nicht, ob das hier geändert wurde. Bei den beiden gehe ich nicht davon aus, dass dann irgendwas Großkritisches da sonst kommen wird. Wahrscheinlich hat sie einen Hunduster statt einem Stern oder sowas und dann Starmie. Also im schlimmsten Fall würde Starmie wahrscheinlich ausgetauscht werden für Nachtara. Und das wäre auch nur schlimm, weil Nachtara eine Menge aushält und es dem noch eine Weile dauern würde. Mir fällt halt partout kein Unlicht-Pokémon ein. Ich habe es natürlich auch wieder mal nicht nachgeschaut. Mir fällt kein Unlicht-Pokémon ein, was wirklich gefährlich werden könnte. Despota, aber das wird sie nicht haben. Das ist zu stark. Das ist ja eine Sache, die mich bisher etwas irritiert hat beim Randomizer. Es stand... Ach, ich wollte das Pokémon an erster Stelle wechseln. Es stand ja irgendwie dabei, ja, falls es quasi zu wenig Pokémon gibt für einen Typ, dann ist es auch mal so, dass die plötzlich stärkere Pokémon haben. Hier dieses Kind zum Beispiel. Das ist vielleicht schon nicht ohne.
Ich heile sich jetzt selber dann doch erstmal. Kann ich dich eigentlich mal ein bisschen noch... Im Kampf geht das nicht. Was wollte ich gerade sagen? Genau, dass die noch mal stärkere Pokémon haben könnten. Ja, irgendwie... Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kriegen sie einfach alle Pokémon doppelt und dreifach. Wow. Das war Schaden. Aber damit ist Tali gleich schon Level 20. Ich fände es irgendwie witzig, wenn Bob eine Wasser- oder Flugarena wäre, sodass ich damit Tali besiegen kann. Wegen, dass er eigentlich der Elektro-Pokémon-Trainer ist und dann von einem Elektro-Pokémon fertig gemacht wird. Das wäre irgendwie schön. Dratini. Keine Frage, coole Pokémon. Mr. Bubbles, übernehmen Sie das mal. Gehen nur langsam so ein bisschen die Pokémon aus, die ich einsetzen will. Weiter als Level 20 wollte ich jetzt vor der Arena nicht wirklich trainieren. Wenn man die Vortrainer noch einrechnet. Oh, wobei. Vielleicht. Oh, er ist nur Level 14. Ich habe jetzt überlegt, dass ich vielleicht die Trainer in der Arena schon mal mit Deviculus besiegen kann, aber Deviculus ist nur Level 14. Das könnte tatsächlich doch ein bisschen zu wenig sein. Nur weil ich ihn jetzt wahrscheinlich eine Weile nicht benutzen werde, heißt das ja nicht, dass ich ihn gleich sterben lassen muss. Aber Golbat ist scheinbar auch wieder ein Paradebeispiel für Attackenmangel. Er lernt jetzt auf, was habe ich gesagt, 16 bis... Also ich versuch's gerade mal. Hier sind die Trainer noch einigermaßen schwach. Lernt auf 16 bis, dann auf 21 Flügelschlag und dann die nächste nützliche Attacke ist auf Level 49 Giftzahn. Und dazwischen kommen dann nur so ein paar Attacken, die keiner braucht. Ist großartig. Das ist wirklich großartig. Wobei hier, das ist doch gerade ein guter Test. Wie viel Schaden machst du einem Hunduster? Auf dem gleichen Level jetzt hier fast, also ein Level tiefer, ne? Das ist wenig. Keine Frage, damit könnte ich bestimmt gewinnen, aber es dauert halt Ewigkeit. Wie sieht's nach dem Kreideschrein aus? Geht daneben, genau. Denn dieses Hunduster hat offensichtlich Ohrenstöpsel. Ernsthaft. Wenn ich jetzt laut schreien würde, ne? Dann würden meine Nachbarn das hören. Gehe ich schwer von aus. Und da sind immerhin Wände dazwischen. Also wie zur Hölle kann Kreideschrei daneben gehen? Solange der Gegner nicht gerade die Ohrenstöpsel drin hat. Fragen, die man sich in der Pokémon-Welt nicht stellen darf. Genauso, wie könnte ein Erdbeben daneben gehen? Sofern du jetzt halt nicht gerade auf ein fliegendes Pokémon ansetzt, klar, aber... Wenn du die Genauigkeit senkst, Erdbeben geht daneben. Ja, da hätte ich dann doch gerne eine Erklärung für. Ja. Stimmt, Kanivanda könnte auch noch in der Arena kommen. Ja. Und das ungeschwächt überlebt keine zwei Blutsauger. Wahrscheinlich. Also vielleicht so gerade eben. Nein, überlebt keine zwei. Ja, ja, Rauhaut. Level 15. Planas, stimmt. Stimmt, das könnte auch kommen. Aber das hat ja eine Doppelschwäche. Gegen Käferattacken. Stimmt, theoretisch könnte Misty auch plötzlich mit Tengulis antanzen. Da würde ich mir, glaube ich, auch überhaupt keine Sorgen machen, wenn das passiert, weil das ist... ja. Zugegeben, ich weiß nicht wirklich, welche Attacken Tengulis kann. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif, aber ich meine, dass da nicht wirklich viel bei war, was irgendwie relevant war. Vor allem nicht auf dem Level. Ich glaube, Level 20 ist da ein bisschen zu früh, um gefährlich zu werden. Wobei Planas zum Beispiel sehr... Also, wenn wir jetzt mal bei Misty davon ausgehen würden, dass der Starmie-Ersatz irgendwas wirklich Starkes ist, keine Ahnung was, aber irgendwas Starkes. Sagen wir es einfach mal wirklich so nach Tara. Hält zumindest was außen, kann dir bestimmt auf den Sack gehen. Wenn dann das erste Pokémon Planas wäre, wäre zum Beispiel ein bisschen uncool,
Weil ich natürlich gerne versuchen würde, am ersten Pokémon schon so zwei, vielleicht sogar drei Zornklingen einzusetzen, wenn ich das mit Ninjas mache. Damit egal was dann kommt, einfach schon eine ziemlich aufgepumpte Zornklinge abkriegt. Das wäre halt ziemlich dicker Schaden. Das würde man ja schon gerne nehmen. Ach, Biss, endlich eine nützliche Attacke. Ja, scheiß auf Erstauner. Biss ist hier speziell, ich hab's wieder vergessen. Egal. Egal, wird gehen. Spätestens beim Flügelschlag, also auf Level 20, 21, was auch immer. Was Brauchbares. Blöd müsste runterkommen. Ja, passt. Und wieder mal ein Eis-Pokémon. Und diesmal bin ich sogar nervös, wenn ich drin bleiben will. Das könnte sehr gut nach hinten losgehen. Versuch's mal einmal. Wenn Frostbeule kommt, muss ich auswechseln, wollte ich gerade sagen. Oh, Dim, das machst du mal. Mit dem Felsgrab solltest du das Seemobs wegklatschen können. Außerdem, ja. Und dem steckt halt auch die Frostbeule super weg. Schnecke. Also wieder mal ein Eistrainer. Schnecke kann Biss? Okay, man lernt immer wieder was Neues. Wobei, es ergibt einigermaßen Sinn, weil Finonte auf jeden Fall Biss kann. Aber nicht erwartet, dass Schnepke das schon hat. So ein Mist. Genau. Da habe ich dich platt gemacht. Geheimpower. Nützliche Normalattacke, warum eigentlich nicht? Ach Quatsch, es geht noch. Ich glaube, der ist wohl schon der letzte. Nee, da steht noch jemand. Aber viele können es ja nicht mehr sein. Ich muss gerade immer noch ein bisschen überlegen, ob sich das wirklich lohnt mit Deviculus und Ninjask, also Matthew. Weil auch wenn ich Ninjask an sich mag, es ist... Ich werde es für die Arena mit reinnehmen und danach werde ich es wahrscheinlich schon wieder austauschen müssen. Es lohnt sich so wenig, es dafür zu trainieren. Ich meine, klar, das Training dauert jetzt hier nicht so lange. Speed-Taste sei Dank. Aber... Ich weiß nicht, ob ich dann die... Ich weiß nicht, vielleicht 10 Minuten oder was, die ich brauchen werde, um das Ding hochzuziehen. Ich weiß nicht, ob ich diese 10 Minuten investieren will, um ein Pokémon zu trainieren, was ich halt, naja, nach einem Kampf so ziemlich wieder austauschen werde. Auch wenn ich Ninjask mag, es ist nur so mäßig stark. Ich meine, klar, es lernt auf 25 Schwertern, das wäre ganz geil. Und theoretisch könnte ich sogar versuchen, ein Staffette-Pokémon draus zu machen, weil Staffette dürfte sogar eine Level-Up-Attacke sein. Aber ich glaube, ich will das halt irgendwie doch nicht. Wahrscheinlich werfe ich am Ende des Parts einfach eine Münze, ob ich das mache oder nicht. Ist immer eine gute Methode. Schon wieder ein Eistrainer. Was ist denn hier los? Bin doch sehr erstaunt, wie viele Eistrainer wir hier haben in der Gegend. Und interessanterweise hast du jetzt quasi gerade auf... Scheiße. Interessanterweise hat Schnippke jetzt gerade auf Golbat keine Eisattacke eingesetzt, sondern eine... Ich wechsle schon wieder aus, das ist mir zu doof. Ich glaube, Malik hat Finte? Wäre jetzt sehr nützlich, aber zum einen kann ich Malik niemals in ein Eis-Pokémon reinsetzen, zum anderen ist Malik Level 8.
Dali. Auf Tali ist Verlass. Hoffe ich zumindest. Jetzt kommt der Pulverschnee. Ich hasse Doppelteam. Die Attacke gehört immer noch aus dem Spiel. Ohne Scheiß. Es gibt ja viele Pokémon-Hacks, auch wenn man dann komplett so eigene Pokémon-Spiele erstellt hat. Interessante Sache. Soll wohl auch einiges an Bullshit dabei sein. Klar, passiert halt, aber ich denke mir so, viel bräuchte man meiner Ansicht nach nicht ändern. Nimm ein Pokémon-Spiel und patch die Attacken Sandwirbel, Doppelteam, etc. Fluchtwert erhöhen, genau gesenkt. Patch die Attacken raus. Mehr brauchst du nicht ändern. Dann ist das Spiel perfekt. Ist Quiekel schon Boden-Pokémon? Ich glaube nicht, aber ich riskier's nicht. Vor allem, ich meine gut, Sandwirbel, klar. Wenn es dir auf den Sack geht, kannst du das Pokémon auswechseln. Das ist zwar auch ein bisschen nervig, aber ist halt so. Aber Doppelteam! Warum? Wer kam auf die Idee, dass das eine gute Idee wäre? Tali klatscht den Trainer jetzt einfach an der Wand. Ende der Geschichte. Kein Bock mehr auf dich. Das Tali schon fast Level 21. Das war nicht ganz so geplant. Moin, du komisches menschliches Pipi. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Darf ich anmerken, dass ich das bis heute nicht kapiert habe? Weil ich muss denken, wenn seine Zellen kombiniert wurden, bedeutet das doch, dass da so ein unglaublich hässlicher Hybrid-Mutant aus einem Menschen und einem Pipi stehen müsste. Nein, dort steht ein Pipi, was sprechen kann. Also scheinbar ist nur sein Hirn in einem anderen Pokémon gelandet. Das... Wie? Und vor allen Dingen, wieso das Ganze einfach nochmal andersrum machen? Wieso hilft das für das zur Heilung? Das halte ich irgendwie auch für unwahrscheinlich. Du müsstest ja wieder nur einfach zwei unterschiedliche Spezies miteinander dabei irgendwie, ja, überkreuzen und wahrscheinlich irgendwas, dann irgendwas erzeugen, was noch schlimmer aussieht als vorher. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Achso, ich dachte, die beiden wollen kämpfen. Muss jemand dabei haben? Ich habe eine Pokémon dabei. Man muss doch reichen. Ja, bedenkt, wie hoch die Weiblichkeitsquote in diesem Team ist. Zählt das schon. Nehmen wir Tali. Vati ist auch schön flauschig. Kannst du gut mit knuddeln. Passt doch alles. Alle sind glücklich. Und ich kann jetzt schon hier durch? Oh, ja, in dem Fall könnte ich mir die Arena komplett fürs nächste Mal aufsparen und jetzt einfach noch Pokémon fangen gehen. Spricht ja nichts gegen, ne? Also. Aber ich muss den Rocket nur eben bekämpfen. Egal. Ich glaube, das will ich dann jetzt noch machen. Dann will ich jetzt noch ein Pokémon fangen. Ich dachte, ich komme erst nach der Arena dadurch. Ey, du Typus, du schenkst mir Schaufler. Ah, nee. Der schenkt mir eine Schaufler. Du bist ein unschuldiger Passant. Komisch, wieso trägst du eine Rocket-Rüstung? Klamotte. Zeugs, Gedöns. Und Blutzuck. Bist du jetzt ein Käfertrainer oder ein Gifttrainer? Speziell Gift wäre irgendwie sehr passend für Team Rocket. Weil die auch immer gerne Smogon eingesetzt haben. Und Zubat. Läuft gerade übrigens. Schreck zurück. Okay, Superschall, das, da hättest du jetzt gerne nochmal zurückschrecken dürfen. Was ich vorhin meinte mit dem, wenn man schon dabei ist, ein Pokémon-Patch zu machen, einfach nur die Genauigkeitssachen rausstreicht, streicht auch die Verwirrung raus. Das braucht keiner. Und dann lässt man am besten die Attacken wie Superschall noch drin, als Schandmal. Die bringen dann einfach nur überhaupt nichts mehr. Die sind wie Platscher, haben keinen Effekt.
Schreckt's. So viel muss man sagen, der Wikileaks hat es drauf, die Leute zurückschrecken zu lassen. Witzig. Im Sporen wird paralysiert, um dann durch die Stachelsporen nicht mehr paralysiert werden zu können. Das ist alles Taktik, das ist genauso geplant. Das wollte ich natürlich so. So, jetzt sind wir zwar schon bei 20 Minuten, aber scheiß drauf, ich will jetzt noch ein Pokémon fangen. Da rechts kann ich auch eins fangen, aber erst wenn ich Zerschneider habe. Encounter, Route 5, vielleicht nicht mit der Wikileaks vorne. Nehmen wir Cordelia. Nett. Nett. Ist zumindest mal ein Feuer-Pokémon, das fehlt uns ja auch noch so ein bisschen im Team. Ui, das war viel Schaden. Gut, es ist nur ein Baby-Pokémon, das hält nicht so viel ab. Wait, jetzt könnte ich nochmal angreifen, jetzt ist ja mein Angriff halbiert. Aber egal, schmeißen wir einfach erstmal einen Ball drauf, das sollte einfacher zu fangen sein. Aber das finde ich cool, ich glaube, das nehme ich sogar ins Team. Weiß nicht, ob dann jetzt schon direkt auch mit der Arena und so, keine Ahnung, weil ich wieder gucken müsste, wen nehme ich dafür raus. Ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich mit meinem Team relativ zufrieden. Ich überlege sogar halt wirklich, erstmal scheiß auf Ninjas, ich nehme halt doch erstmal noch, ach, komm schon, ich nehme erstmal noch die Wikileaks weiter mit, weil jetzt macht er zumindest Schaden. Und wenn ich wirklich bis Level 21 noch trainiere, hat er auch Flügelschlag, dann ist egal. Okay, folgende Idee. Ruckzuck. Okay, das war doch knapper als mir lieb ist, aber was soll's. Und jetzt tauschen wir auf. Du hast immer noch die besten Verteidigungswerte. Natürlich Udym rausnehmen, aber das möchte ich eigentlich auch noch nicht, weil bisher habe ich nicht wirklich Grund, mich darüber zu beschweren. Komm schon. Aber Magma wäre halt schon noch ein geiles Teammitglied. Auch da wäre natürlich Magbrand geil, aber ja, gleiches Problem wie Udym, fehlt der Gym. Theoretisch wäre der Wikileaks echt das Pokémon, auf das ich am ehesten noch verzichten könnte eigentlich, weil Flug-Pokémon habe ich auch noch Cordelia. Und Gift-Pokémon brauche ich jetzt auch nicht so dringend. Vor allem, weil sie erst auf Level 49 eine Gift-Attacke lernt. So, wer kriegt denn einen Feuernamen? Passt hier irgendwas? Ja klar, hier. Gothic habe ich noch gar nicht benutzt. Milton. Ist doch ein Feuermagier. Aber schnell gucken, ist er wirklich männlich passt. Milton. Warum nicht? Milton wird unser Magma. Blöde Sache natürlich, entwickelt sich durch Freundschaft. Muss ich also wahrscheinlich eine Ewigkeit hin und her rennen, bis sich das entwickelt hat. Gut. Ja, machen wir es doch folgendermaßen. Ich werde mir jetzt bis zum nächsten Mal mein Team zusammenstellen für die Arena und dann machen wir halt auch erst die Arena. Ich guck mal, wie es auch aussieht mit dem Rivalen, auf welchem Level der sein wird, auf welchem Level Bob sein wird, worauf ich mich alles vorbereiten muss. Geistig. Und, also Manic wird auf jeden Fall im Team bleiben. Es kann sein, dass ich da wirklich das austausche. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber kann sein. Weil Magby wäre halt schon eigentlich ganz geil im Team. Allgemein, ein Feuer-Pokémon wäre halt vielleicht nicht verkehrt auch bei dem, was ich hier bisher aufgestellt habe. Mal sehen. Das war's jedenfalls jetzt für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.